zusammen. Ich bin's wieder, Nicole von Step Up Your Life. Ja, ich bin wieder da. Letzte Woche gab es ja kein Video, weil ich flach gelegen habe. Ja, aber diese Woche bin ich wieder da, noch ein bisschen belegt mit der Stimme, aber ich denke, das Video kriege ich durch. Und zwar habe ich heute mal wieder eine kleine Verpackung für euch. Ich habe mit einem neuen Set gebastelt. Das kommt im neuen Katalog. Der ist ja jetzt bald im Mai, 3. Mai oder 4. Mai startet der Vorverkauf. Und ich habe mit diesem Set hier gebastelt. Mir sind in dem Set sofort die Farben aufgefallen. So fröhlich war jetzt Zeit, dass der Winter wegkommt. Und ja, mit dem Set habe ich gebastelt. Es kommt zusammen mit einem Stanzformen. Es gibt das passende Designerpapier. Ich glaube, das hatte ich euch schon gezeigt. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Jedenfalls habe ich ein bisschen aquarelliert. Und zwar habe ich mir diese Blümchen hier auf Aquarellpapier embossed und habe die wirklich so einfach mit dem Stempelkissen oder ihr könnt dann auch die Write Marker oder vielleicht habt ihr auch nur die Nachfüller. Damit habe ich koloriert. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Und im Anschluss zeige ich euch dann auch noch, wie ihr diese süße kleine Box basteln könnt. Ich habe sie hier einmal mit dem Verschluss nach vorne. Das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen hat die zweite Variante den Verschluss nach hinten. Also wird hier geöffnet und einfach so hier reingeschoben. Also kann man ganz nach Belieben machen, wie es einem selbst besser gefällt. Und ich würde sagen, wir legen mit der Blüte los. Und zwar braucht ihr als allererstes ein Stück Aquarellpapier. Ich muss sagen, mein Aquarellpapier von Stampin' Up, ich finde es nicht. Ich hatte hier noch ein Reststück liegen. Da hat sich meine gelbe und meine rote Blume auch wirklich toll kolorieren lassen. Und ich finde es nicht. Ich habe jetzt hier noch so einen Restbestand. Den benutze ich jetzt, bis ich wieder bestellen kann. Und wie immer beim Embossen, nehmt ihr die Statik vom Papier. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen großflächig. Und zwar habe ich gebastelt mit der Blume hier und dem Zweig. Mit den beiden. Da habe ich hier auch schon auf Stempelblöcken. Und die bringe ich mir jetzt hier einfach mal mit Versamark. Stempel ich mir die auf, mache jetzt auch gerade mal zwei Stück und die Blätter auch. Ihr seht jetzt nichts, ne? Der magische Moment. Und dann nehmt ihr euch Embossingpulver. Ich habe hier das Weiße genommen, ihr könnt aber auch das Klare nehmen. Das ist in dem Fall egal. Und dann streut ihr euch einfach euer Pulver über euer Stempelmotiv. Und tada, jetzt seht ihr wahrscheinlich schon was. Ja, so sieht man es. Die restliche Pulver wieder zurück ins Döschen. Und jetzt jage ich das Ganze schnell durch den Föhn und bin gleich wieder da. So. Und wenn ihr alles richtig embossed habt, dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dann glänzt das Motiv. Fasst dann auch nicht gleich drauf, lasst es erstmal einen Augenblick trocknen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um unsere Farben. Und zwar braucht ihr dann außerdem noch einen Wassertankpinsel oder eben einen Pinsel mit Wasser. Die Blätter hier hatte ich in Gartengrün gebastelt, das machen wir jetzt gleich. Und ich drücke mir einfach mit ein bisschen Schmackes Farbe in den Deckel. Und was ich auch gemacht habe, seht ihr das? Ich habe mir so ein bisschen Farbe, Wasser auf einen Stempelklotz getropfelt, dass, falls mir das mal zu dunkel wird, dass ich dann verdünnen kann. Und jetzt mache ich mir zuallererst das Motiv so klein bisschen nass und gehe dann mit der Stempelfarbe drüber
Je mehr Wasser ihr nehmt, umso mehr könnt ihr das verblenden. Und das stört mich hier an dem Papier so ein bisschen. Da lässt sich die Farbe nicht so schön schieben. Also bei dem Papier von Stampin' Up geht es echt gut. Man kann wirklich richtig schön die Farbe über das Papier schieben und kann dann auch so ein bisschen hell und dunkel simulieren. Ich meine, das geht hier auch, aber es dauert ein bisschen länger. Und ja, ich punkte mir dann hier auch wirklich die Farbe mal so in dem unteren Bereich, wo das Blatt an sich ja dunkler ist, ein bisschen auf und auch oben an der Spitze. Und dann kriegt man automatisch so ein bisschen Tiefenwirkung. Das Ganze hier nochmal. Da ist es jetzt auch nicht schlimm, dass mein Pinsel noch dreckig ist. Wenn ihr jetzt natürlich die Farbe wechselt, macht zuerst euren Pinsel sauber. Ihr seht, da braucht man gar jetzt nicht kein großes Können. Geht wirklich total schnell. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich so punkte, dass es für mich dann am leichtesten ist. Und je mehr Wasser ihr nehmt, umso heller wird das Motiv und je mehr, weniger, umso dunkler. So, dann mache ich meinen Pinsel sauber. Ich habe dafür hier immer so ein Tuch. Drücke ich mir so richtig das Wasser mal raus, dass ich meinen Pinsel sauber machen kann. Und dann ändere ich die Farbe. Na komm, jetzt habe ich gerade hier Mangogelb liegen. Jetzt nehme ich noch Mangogelb. Und bei mir war es jetzt hier so, dass hier meine Farbe schon ziemlich aufgebraucht war. Deswegen hatte ich mir hier einfach mit dem Auffüller so einen kleinen Punkt reingemacht. Vielleicht habt ihr auch gar kein Stempelkissen, dann könnt ihr einfach euren Marker auf den Stempelblock malen. Na, das geht also auch. Und dann geht das Ganze im Prinzip genauso. Auch wieder Wasser. Zuerst mache ich mir mein Motiv mal so ein bisschen nass. Nehme mir gleich auch mal ein bisschen Farbe mit. Das hat so ein bisschen was Beruhigendes. Ja, und hier seht ihr jetzt, hier ist die Farbe ein bisschen zu dick. Die kann man dann einfach wegschieben. Aber ich will es ja hier auch noch ein bisschen dunkler. Ich fange dann immer an der Blattunterseite im Prinzip an und träufel mir die Farbe hier so ein bisschen nach oben. Da ziehe mir die Farbe nach oben. Ich mal noch ein bisschen Wasser. So, und hier das Innere ist hier automatisch ein bisschen dunkler. Ja, und so macht ihr das, bis euch die Blüte gefällt. Hier ist es dann jetzt halt ganz wichtig, dass ihr das gut trocknen lasst. Hier fehlt noch so ein bisschen Dimension und hier. So. Und dann lasst ihr das jetzt schön trocknen. Und im Anschluss könnt ihr das dann einfach ausstanzen. So, dann räumen wir aber hier mal weg. Wie gesagt, das lasst ihr gut trocknen. Das habe ich jetzt schon vorbereitet.
Und zwar habe ich hier mal noch ein paar Beispiele. Also das hier ist das Mangogelb, das wir hier eben auch gemacht haben. Also ihr seht, wenn das getrocknet ist, es verändert sich schon ein bisschen. Hier habe ich Amethyst und das ist Babyblau. Und was nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen Babyblau. Nehme ich mir ein Blatt. Also ich habe immer pro Kästchen ein solches Blatt und eine Blüte genommen. Und aus einem DIN A4 Bogen bekommt ihr zwei solcher Verpackungen. So, und dann nehmt ihr euch einfach ein DIN A4 Blatt und teilt euch das einmal in der Hälfte. Das heißt bei 14,85. So. Nee, brauchen wir gar nicht. Und jetzt legt ihr euch die lange Seite oben an. Das sind 21 cm. Und wir falzen bei einem Zentimeter. Das gibt uns eine Klebelasche. Dann bei 5. Bei 11. Und bei 15. Dann dreht ihr euch das Ganze einmal. Und falzt bei 4. Und bei 13. So. Dann kann der Papierschneider schon weg. Ich knicke das jetzt mal einmal durch, damit ihr das besser sehen könnt. Na. So, einmal die Füße und einmal der Deckel. So, wenn ihr das jetzt so feucht liegen habt, habt ihr hier eine schmale Lasche. Das ist eine Klebelasche. Das bedeutet, wir können die an dem unteren Teil einmal wegschneiden und abschrägen. Ja. Und an dem oberen Stück auch. So. Jetzt habt ihr hier unten noch drei Falzlinien. Die schneidet ihr ein. Diese längeren Teile, die lasst ihr einfach stehen. Und die kürzeren schräge ich mir so ganz leicht ein. Beziehungsweise schneide mir so richtig die Falzlinie raus. Dann schließt sich die Box später einfacher. Das habe ich hier aber einmal doppelt geschnitten hier. Also so soll es nicht sein. Aber ist ja eine Klebelasche. Und dann hier auf der Seite auch Klebelasche, Falzlinie wegschneiden und so ganz leicht anschrägen. So. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wie ihr eure Verpackung schließen wollt. Wenn ihr das Ganze nach hinten schließen wollt, dann bleibt das Kästchen in der Mitte stehen, das lange. Wenn ihr es so rumschließen wollt, also nach vorne, bleibt das hier stehen. Das müsst ihr jetzt für euch entscheiden. Ich lasse das hier stehen, weil ich es nach hinten schließen will. Das gefällt mir besser. Das bedeutet, ich schneide mir die zwei Rechtecke von rechts kommend einmal weg und schräg mir das angrenzende ganz leicht an und auf der anderen Seite schneide ich ein Rechteck weg. Dann sieht das so aus. Also wie gesagt, ich will meine Box nach hinten verschließen, deswegen bleibt es hier stehen. Wenn ihr sie nach vorne verschließen wollt, müsst ihr das Rechteck stehen lassen. So, damit es jetzt nicht so langweilig aussieht, habe ich hier ja im Hintergrund noch so ein bisschen Farbe aufgebracht. Das habe ich mit einem Blenderpinsel gemacht und mit unserer neuen In-Color-Farbe Papageiengrün. Wenn ihr die noch nicht habt, habt ihr vielleicht noch Limette zu Hause liegen. Dann könnt ihr auch Limette nehmen
Oder ihr nehmt einfach grüne Apfel. Da nehme ich mir ein bisschen Farbe auf. Einmal abditschen und auf das Feld, an der die Lasche ist, bringe ich mir dann jetzt ein bisschen Farbe auf. So, das war's schon. Und dann habe ich mir mit dem passenden Blenderpen Marker noch so ein bisschen gespritzelt. Das wertet die Seite auch noch mal so ein bisschen auf. Und dann können wir die Box auch schon zukleben. Ich mache das jetzt hier mit doppelseitigem Klebeband. Ihr könnt das natürlich auch mit Flüssigkleber machen. Aber hier im Video geht gerade das hier schneller. Da muss ich nicht lang festhalten. Genau. Vorausgesetzt, ja, meine Pinzette ist hier. So. Ach nein, stopp. Noch nicht zusammenkleben. Wir müssen ja noch die Falz hier machen. Und dafür nehmt ihr euch ein Lineal und euer Falzwerkzeug und markiert euch bei den schmaleren Stücken die Mitte. Also es sind 4 cm breit, also immer bei 2. Habe ich mir hier mit dem Falztool so einen kleinen Punkt gemacht und gehe dann nach unten links in die Ecke und einmal nach unten rechts in die Ecke. Und das mache ich bei dem zweiten kleineren Feld auch. Einmal nach unten links und einmal nach unten rechts. Und die könnt ihr euch dann auch schon nachfalzen. Ich habe das auf der Rückseite gemacht. So. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe mir hier die Lasche so ein bisschen übers Falzbein gezogen oder ihr zieht es euch über die Tischkante, dass das hier so ganz leicht eine Rundung kriegt. Dann kann man die Box später leichter verschließen. Dann nehmt ihr euch einfach das Klebeband ab, einmal umfalzen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte das jetzt auch schön gerade abschließen. Und das macht's. So, das ist mein Vorne. Bedeutet, die Lasche hier kommt ganz am Schluss zum Zuge. Und jetzt klebe ich mir das so ganz bisschen zu. Hier ein bisschen Kleber, hier ein bisschen Kleber. Und dann auf die Lasche. Und auf die letzte Lasche mache ich mir so ganz leicht, ein bisschen mehr, nicht ganz leicht, ein bisschen mehr Kleber. So, dann drücke ich das schön fest. Und dann kann man hier so ein bisschen Frickelkram, aber es geht, also so richtig hier so reindrücken. Hinter die Falz. Das ist nur beim ersten Mal so kompliziert. Wenn das 2-3 Mal auf und zu gemacht wurde, geht das echt gut. So. Und schon ist die Box geschlossen. Jetzt müssen wir sie nur noch verzieren. Dafür nehmen wir die Dimensionals. Da habe ich einfach den Blümchen. Einen Dimensional. Achso, dann brauchen wir natürlich auch noch den Spruch. Der stammt auch aus dem Set. Und den habe ich in Schwarz aufgestempelt. So. Und den habe ich jetzt nicht einfach so rechteckig ausgeschnitten, sondern ich habe hier so ein bisschen die Form mitgenommen, die das der Stempel hier auch hat. Also so im Prinzip die Ecken bin ich nachgegangen. Also dann hier so ein, so hoch, so
Aber ihr könnt es natürlich auch ganz gerade aufkleben. So. Und hier unten schneide ich noch ein kleines bisschen weg. So. Und da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, denn meins soll jetzt ja hier auf der Blume aufliegen. Das heißt, hier darf kein Dimensional hin. Ich nehme mir dann hier mal noch meine kleinen. Bedeutet nämlich, hier kann ich kleben. Huch, wo ist er? Ne, das ist jetzt nicht nett auf meinem Finger. Hier unten kann er. Und hier in der Ecke geht auch noch einer. So. Und das reicht ja auch schon. Und das klebe ich mir dann so auf. Und das Blatt habe ich mir so ein bisschen so aufgeklebt. Das kann man auch wieder mit einem Dimensional machen. Ihr könnt es aber auch einfach so aufkleben mit Flüssigkleber. So. Dann habe ich die Glitzersteinchen hergenommen. Und die sind auch aus dem neuen Katalog. Runde Glanzakzente. Die schimmern so toll. Und ja, da habe ich mir einen kleinen. Also ich habe jetzt natürlich auch farblich passend gebastelt. Ne? Einen kleinen und einen mittleren. Passend zur Blume aufgeklebt. Und weil es ohne Schleifchen ja nicht so schön aussieht, habe ich mir einfach hier unsere weiße Kordel genommen. Habe mir ein kleines Schleifchen gebunden. So wirklich so ein ganz kleines. So. Einmal einkürzen. Und das habe ich mir dann mit einem Glue Dot. Den rolle ich mir so auf. Zu so einer kleinen Wurst. Und dann klebe ich mir da genau das Blümchen drauf. Und fertig ist eine kleine Verpackung. Was heißt klein? Also ich denke schon, da passt ein Maß Mini rein. Oder so ein kleines Giotto passt mit Sicherheit rein. Ja, genau. Die Kugeln passen rein. Also ihr seht, es ist so ein kleiner Aufsteller. Das ist vielleicht auch schön, wenn man geheiratet hat. Oder zur Konfirmation. So als kleines Dankeschön danach. Genau. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, meine Idee gefällt euch. Ich bastel jetzt die beiden anderen hier in den Farben noch fertig. Die seht ihr dann auch auf dem Foto. Und ja, wir sehen uns wie immer dann beim nächsten Mal oder zum Vlog. Macht's gut. Ciao.